Sevgili izleyiciler, bugün Almanya'nın Köln şehrinde Almanya güzeli seçiliyor. Gelin bu gecede neler yaşamışız hep beraber izleyelim. Bu yarışmada bir Türk kızımız da yarışıyor. Şimdiden kendisine, Zeynep Hanım'a bol şanslar diliyoruz. Das ist genau der Grund, warum ich Moderator geworden bin. Einen riesengroßen Applaus für unsere 20 Finalistinnen bei der Wahl zu Miss Deutschland 2010. Einen wunderschönen Abend. Mein Name ist Selina Gugu. Ich bin 19 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich habe gerade frisch mein Abitur abgeschlossen und werde demnächst Wirtschaftsingenieurwesen studieren. Und in meiner Freizeit jogge und schwimme ich sehr gerne. Und koche auch sehr gerne türkische Gerichte. Und zurzeit bin ich die amtierende Miss Turkuaz. Dankeschön. Einen wunderschönen Abend, Deutschland. Mein Name ist Salah Sadat, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Hessen. Ich bin BWL-Studentin und bin auch bald fertig. Meine Hobbys sind Schwimmen, ich reise gerne, lerne neue Kulturen kennen. Und es ist für mich heute Abend eine Ehre, Südwestdeutschland zu repräsentieren. Dankeschön. Denn spätestens jetzt haben unsere Damen den ersten Teil, wie ich finde, mit Bravour bestanden. Denn der erste Wertungsdurchgang in Abendgarderobe mit Selbstvorstellung. Wenn du verheiratet wärst, dann wäre sie Mrs. und nicht Miss, das ist schon mal klar. Wenn du verheiratet wärst und würdest deinen Mann mit einschlägigen Männermagazinen erwischen, wie würdest du diese Situation meistern? Oh, auch fiese Fragen drauf von der MGO, ganz ehrlich, ja? Verstanden? Hier ist deine Antwort. Ja, einfach take it easy. Ich würde sagen, Appetit auf eine Straußen holen und zu Hause wird gegessen. Wenn du die Wahl gewinnen würdest und dein Freund hätte was dagegen, was würdest du aufgeben? Den Titel, der Miss Deutschland, oder deinen Freund? Du merkst, die haben jetzt schon Mitleid. Was würdest du aufgeben? Also wenn ich einen Freund hätte, dann würde er hinter mir stehen, sonst... ja, sonst hätte ich Angst, hier zu stehen, aber wenn er dann wirklich jetzt sich anders entscheiden sollte, dann würde ich... das ist wirklich schwer. Sag Jein.
ich würde gar keinen aufgeben. Also ich würde beides behalten. Ganz einfach. Meine Damen und Herren, hier ist der dritte Platz bei der Wahl zu Miss Deutschland 2010. Es ist Miss Baden-Württemberg, Katrin Hertig. Gratulation und den anderen Arm. Wir nehmen den anderen Arm. Wir nehmen den linken, rechten. Nein, okay. Wie, ich lasse zwei Frauen alleine dort vorne. Haha. Wir machen das. Pass auf, 3, 2, 1, jetzt. Wir haben es nicht geprobt. Gehört dazu. Es ist zumindest live. Ha, ich habe den Umschlag noch zu. Und du darfst dich jetzt ein kleines Stückchen von dir aus gesehen nach rechts. Nein, du stehst total klasse. Auf alle Fälle. Jetzt heißt es für meine anderen vier Damen ein kleines bisschen zusammenrücken. Und Alessandra ist schon bewaffnet mit der Schärpe für den zweiten Platz zur Stelle. Meine Damen und Herren, zweiter Platz und damit Vize Miss Deutschland 2010. Miss Turquoise, Zeynep Ugu! Alessandra überreicht die Schärfe für unsere Zweitplatzierte und damit Vize-Miss Deutschland, die wie gesagt nach Ecuador fliegen wird für einen internationalen Event und Deutschland dort vertreten. Und was ich persönlich sehr schön finde, als großes Vorbild für die deutsch-türkische Kultur, wird sie Deutschland vertreten bei dem internationalen Event. Zeynep, so ein kleiner Schritt von dir aus gesehen nach rechts. Jawohl, das reicht schon, denn jetzt, Damen und Herren, stehen Sie bereit. Die drei Damen, von denen eine jetzt hier heute Abend als Gewinnerin und damit als Miss Deutschland 2010 die Bühne verlassen wird und morgen früh beim RTL-Spendenmarathon das Ergebnis des heutigen Abends verkünden wird. Ihr seid so klasse, meine Damen und Herren. Hier ist sie, die Miss Deutschland 2010. Vertritt Deutschland bei den internationalen Events Miss Europe und Miss International. Sie ist die Siegerin des heutigen Abends und ist Miss Deutschland. Es ist und jetzt, einmal Blick nach vorne, Blick nach vorne. Liebe Königin des heutigen Abends, Alles, du blickst nach vorne. Und jetzt, die Krone für die Siegerin des heutigen Abends. Sevgili izleyiciler, her şeyin sonu olduğu gibi bir programımızın sonuna daha geldik. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.